und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator. So, wir sind hier in unserem wunderschönen Kenworth. Kenworth eigentlich oder Kenworth? Ich weiß es gar nicht. Und haben ja immer noch das Dynamit geladen, die wunderschönen 16 Tonnen. Und das muss nach Santa Cruz. Das sind jetzt noch 180 Kilometer. Das werden wir wohl heute schaffen. Und dann werde ich jetzt direkt das Navi neu einstellen und den Motor starten. Klingt ganz gut. Wir haben ja in der letzten Folge hier geparkt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen traumhaften Tag. So. Jetzt setzen wir uns rein in den LKW. Und fahren weiter. So. Da kommt einer gerade von der Autobahn hoch. So, die müssen warten, weil wir hier als erstes links abbiegen. So, und jetzt geht's auf die Autobahn. Alles ist frei. Oh, das war knapp. Fast hätten wir den Oldtimer mitgenommen. So, dann haben wir ja in der letzten Folge auch noch den Truck wieder voll getankt. Ich meine, man muss ja auch mal freundlich sein. Man kann ja dem Auftraggeber nicht seinen Truck leer zurückbringen. Das geht nicht. So. Schönes Wetter, leicht bewölkter Himmel. Ich hoffe, bei euch ist auch schönes Wetter heute gewesen. Oder ist noch schönes Wetter. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr drüber freuen. So. So, haben wir den ein bisschen ausgebremst hier links. Sind hier schön mit 89 km/h im 11. Gang unterwegs. Haben jetzt noch 111 Kilometer. Haben keinen Schaden. Doch 2% hier an der Zugmaschine. Warum auch immer. Warum haben wir Schaden?
Bist du noch nirgendwo gegengefahren? Oh, doch. Vorhin zweimal. Trucks. Hehe. So, Einfahrt und Mustang überholt uns noch. Und hier müssen wir jetzt auch schon runterfahren und müssen die ne letzten 5, ja, 90 Kilometer auf der Landstraße fahren, glaube ich. So, hier haben wir ein Stoppschild. Bedeutet, hier müssen wir stehen bleiben. So, da kommt auch ein Sheriff direkt angefahren. Dankeschön. Jetzt habe ich nicht ernsthaft den Sheriff mitgenommen, oder? Doch, ich habe den Sheriff mitgenommen. Oh, das gibt's jetzt nicht. Lässt der liebe Sheriff uns noch raus und dann nehme ich den volle Kanne mit dem Anhänger mit. Oh Mann, das gibt ein Knöllchen. Oh. So. Das hier ist jetzt wahrscheinlich das, was in Europa eine Bundesstraße ist, beziehungsweise in Deutschland eine Bundesstraße ist. Oder eine Schnellstraße. Jedenfalls geht es da vorne wieder drauf auf die Autobahn. Auf die nächste Autobahn. Da müssen wir logischerweise wieder bremsen. So. Schon mal den Blinker setzen. Oh. Hätte es sich auch früher überlegen können. Ach Mann. Hätte auch wirklich früher rüberfahren können. Aber naja. Schulbus. Typisch amerikanisch. Und dann haben wir jetzt noch 30 hübsche Kilometerchen. So, dann müssen wir hier wieder die Autobahn runterfahren. Ganz komisch. Auf die Autobahn drauf, dann wieder runter. So, der Herr vor uns ist in einem Tesla unterwegs. So, der braucht noch ein bisschen. Dann können wir hier schön rausfahren.
So, erster Aufenthalt in Santa Cruz. Können wir tatsächlich im sechsten Gang bleiben? Stellen wir das Tempomat jetzt mal auf 40 km/h, weil ja auch nur 40 erlaubt sind. Und da vorne geht's jetzt auf unbefestigte Straße. Gut, dass ihr das nicht fühlen müsst, das Force Feedback. So, wo wollen wir abstellen? So, 15 EP dahin. Dann nehme ich das mal. This way, okay. Ernsthaft. So. Uiuiui. Nochmal probieren. Jetzt haben wir's. Okay, Versuch Nummer 4. Jetzt komm. Super. So. Da will ein haben. Ja, das geht doch noch. Das sage ich jetzt und gleich habe ich versagt. Obwohl, wir hier mit dem langen Ding. Kaum gesagt, schon abgewürgt. Müssen ja auch unbedingt 16 Tonnen sein. Dynamit. Ich weiß ja nicht, wen oder was die alles sprengen wollen, aber naja. Was sollen sie machen?
Ups, jetzt habe ich noch mal kurz geguckt. Ernsthaft. So, perfekt. Motor ausschalten und einmal abkuppeln. Ja. Zwei Errungenschaften, Sammler von Unternehmen, und ich denke, so gefällt es mir. So, Enthusiast, Level 5. Jo, dann würde ich sagen, wir haben 26.000. Gehen wir nochmal schnell zur Bank und zahlen das hier zurück. So, dann haben wir jetzt noch 19.278 Euro. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mal wieder Spaß gemacht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.